Hallo und willkommen, liebe Grillfreunde. Heute gibt es wieder was aus dem Tandoor. Und was das genau sein wird, das zeige ich euch in der heutigen Folge von Barbecue aus Baden. Viel Spaß dabei! So Freunde, für meinen Burger brauche ich natürlich ein paar wenige Zutaten diesmal. Ich brauche natürlich Hackfleisch, ich brauche Bacon, ich brauche Bratpaprika oder Pimentos de Patron, ein paar Zwiebelringe, dann große Tomatenscheiben. Ich brauche zweierlei Soßen, einmal eine Knoblauchsoße von Made for Meat und eine Barbecue-Soße, rauche süß. Das Ganze, habe ich ja vorhin schon erwähnt, wird im Tandoor passieren. Ich bin mal gespannt, wie das alles so klappt. Ist wie gesagt ein Erstversuch und das Hackfleisch werde ich dann würzen mit Salz und Pfeffer. Mehr mache ich da nicht dran und ich würde sagen, ich würze das und dann sehen wir uns nachher wieder. So wie vorhin schon erwähnt, Salz und Pfeffer haben wir hier. Mein Handschuh habe ich schon mal angezogen zum Mischen. So. Bisschen Pfeffer, die Bratpaprika, ich habe sie hier, die werde man nachher noch ein bisschen mit Öl und Salz, ein bisschen Zucker marinieren und dann kommen die auch mit unten in den Tandoor. Allerdings habe ich euch vorhin eine Zutat unterschlagen, das ist Käse, wir haben Gorgonzola und irischer Cheddar zum Überbacken nachher. So, ich mische das jetzt. So Freunde, für unsere Burger machen wir die Bun selber. Der Teig ist schon mal vorgegangen. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, aber irgendwann wiederholen wir das Ganze. Nur, dass ihr seht, dass wir das auch selber machen. Und jetzt formen wir gerade ein paar. Peng, mir was runtergefallen. Ich mache es jetzt per Gefühl, weil die Batterie von meiner Waage der Geist aufgeben hat. Das muss ich mal gucken. Wir machen die einfach so ein bisschen rund und dann drehen wir sie auf der Arbeitsfläche. Aber das Ganze backen wir bei uns im Backofen so. Und die Burger Patties nachher im Tandoor. Aber da seid ihr nachher dann wieder mit dabei. Die wären jetzt alle geformt so, das sind vier Stück und ich glaube, das eine mache ich kleineres noch, das ist vielleicht ein bisschen fünf. Groß, fünf. Ja. Und dann werden sie gebacken und wenn sie gebacken sind, dann hole ich euch wieder mit dazu. Ja, die Burgerbrötchen backfrisch aus dem Ofen, schaut sie euch an, sind herrlich, oder? Ja, genau so müssen die aussehen. Ja, das sind unsere Burger-Buns, hervorragend und ja, bin mal gespannt, wie sie nachher schmecken werden. Das Rezept tun wir natürlich wieder unten drin verlinken. In der Infobox. So, wie ihr seht, habe ich die Bratpaprika in eine Pizzaform. Habe sie geölt, Salz, bisschen Zucker, bisschen Pfeffer mit dazu. Mehr brauchst du da gar nicht. Die Burger, da sind sie, die Patties, die habe ich da ein bisschen eingeölt und lege die nach oben. Weil am oben ist die meiste Hitze. So, drei Stück passen da drauf. Und dass der ausdrehende Fleischsaft dann schön noch über die Bratpaprika geht. Das kommt auch noch mit dazu. Da habe ich hier mein Bacon. Den wurstel ich da ein bisschen mit drauf. Dass auch das Baconfett sich schön über den Bratpaprika verteilen kann. Von der Zeit her, wie lange das dann am Ende dauert, fragt mich nicht, weiß ich noch nicht. Ich werde ab und zu mal reinschauen. Ich würde sagen, ich mache das wohl fertig und dann sehen wir uns, ja, wenn ich den Korb in den Bauch des Tandoors lasse. So Freunde, der Tandoor ist auf Betriebstemperatur und hier habe ich das vorhin
befüllte Körbchen. Das werde ich im Schlund des Tandoors langsam versenken. Und dann schauen wir mal, wie lange das Ganze dauert. Oben ist, wie gesagt, die größte Hitze. Jetzt machen wir das Deckelchen mal wieder drauf und warten einfach mal so, denke ich mal, 8 Minuten mal ab und schauen mal, was passiert. Weiß, es dämmert langsam. Die Patties sind fertig, der Bacon hole ich mal jetzt oblala, runter. So. So, und was ich jetzt machen werde, ich werde 2 Stück mit. Kannst du alle hoch tun, oder nicht? Ja. Das ist unser Gorgonzola. Die anderen, die hole ich mal hoch. Ja. Ui, heiß. Da haben wir so ein kleines Mini-Burgerchen. So mache ich mal 2 so. Und du willst mit Cheddar? Ja, bitte. Dann machen wir 2 Scheiben Cheddar drauf. Und auf den anderen, den lassen wir mal so, oder? Den nehmen wir auch. Den kleinen kann man einfach so lassen. Und genau. Den anderen? Auch Cheddar. Dann mal runter. Kann man probieren. So. Passt. So Freunde, jetzt geht's zurück zum Tandoor. Ganz kurz noch rein und dann sehen wir uns drin zum Anrichten. So, langsam ist draußen echt zu dunkel. Ich muss hier in der Küche anrichten. Und zwar habe ich hier meinen Burger Bun. Dann kommt hier mein Salatblättchen drauf. 1 Tomatenscheibchen. Ist ausreichend. Dann kommen die Bratpaprika. Mache ich aber vorher weg. Das wird lecker. So, da kann man ruhig mal 4-5 Stück drauf tun. Dann mache ich noch ein paar Zwiebelringchen drauf. Ein bisschen Barbecue-Soße darf natürlich da nicht fehlen. So. Ein bisschen Mayo. Knoblauchsoße habe ich zwar vorhin gehabt, wollte ich jetzt aber doch nicht. Mache eher ein bisschen Mayo mit dazu. So, und jetzt kommt mein Burger mit dem Gorgonzola. Oh Leute, schaut euch das an, ne? Ist das nicht ein Traum? Dann kommt noch ein bisschen Bacon oben drauf. So. Und zum Schluss nochmal ein bisschen von der leckeren Barbecue-Soße. Oh. So, zum Schluss darf der Deckel natürlich nicht fehlen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich werde es dann probieren und ihr seid mit dabei. Freunde, auch zum Probieren hier in meiner Küche. Und zwar hier, schaut's. Wow, oder? Ist das ein Anblick? Wahnsinn. So, wie ich das jetzt essen soll, da bin ich mal gespannt, wie das klappt. Teller, Burger, Anaconda-Modus. Mmh. 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 Herrlich. Also das Aroma von dem Bacon, die Bratpaprika und der Burger an sich hat ein ganz anderes Aroma wie vom Grill. Und dann der Gorgonzola oben drüber. Freunde, nichts für ungut. Ich esse den jetzt voll und dann wünsche ich euch beim Nachmachen viel Spaß. Ich kann nur noch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, würde mich riesig freuen drüber, kommentiert meine Videos. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal, euer Thomas. Ciao, ciao.